Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Real Life Online Video. Ja, heute mal richtig gehört, heute mal ein Video und wir sind als echter Weihnachtsmann unterwegs mit dem Xion Cola Truck und werden ein paar RNO-Spielern Wünsche erfüllen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Die Taschen sind voll mit Geschenken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir den einen oder anderen glücklich machen können. Bitte nicht so nah an dem... Ach ja, wer es noch nicht wusste, Leute, lasst kostenlos ein Abo da, lasst ein Like, da würde mich sehr hart freuen, damit unterstützt den Kanal und wuppelt auch gerne mal im Shop vorbei, da gibt es tolle, coole Sachen, falls ihr noch nicht vorbeigeschaut habt, auf jeden Fall mal vorbeiwuppeln. Gut, wir starten durch als Weihnachtsmann, ich freue mich drauf und ja, wir werden einfach schauen, was sich die Leute so wünschen und wir werden gucken, ob wir den einen oder anderen Wunsch erfüllen können. Die Frage ist jetzt nur... dass die Wünsche nicht zu krass werden. Wobei, ich überlege gerade, soll ich den eigentlich vielleicht erstmal tunen, den Truck? Weil der Truck, der gehört erstmal getuned. Ja, ich glaube, ich werde den Truck erstmal eine Runde tunen, weil... damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Da muss ich nur gucken, dass ich den hier abstelle hinten. Da passe ich hier überhaupt rein? Passe ich hier rein? Okay, das geht sich nicht aus. Oh. Nein, das geht sich, glaube ich, nicht aus, oder? Let me see. Nee, okay, nee, das geht sich nicht aus. Gut, das heißt, wir müssen mit dem Truck irgendwo anders hinfahren. Perfekt. So, Entschuldigung. Clark im Bild, tut mir leid. Xion Cola schmeckt 50 mal besser als ihr Chicken Nuggets. Wobei, ich habe noch gar nicht geguckt. Ich brauche hier Rubbellose. Auch der Weihnachtsmann braucht Rubbellose, bevor wir durchstarten durch den Tag. Da werden wir erstmal gucken, ob wir heute Glück haben oder nicht. So, aufgepasst. Weihnachtsmann öffnet Rubbellose. Da müssen noch gute sein, sonst gibt es keine Geschenke. Ich habe schon mal gewonnen. $800. Perfekt. Sonst gibt es nämlich dieses Jahr keine Geschenke für die mit nochmal 800. Verloren. So, jetzt muss aber 10.000 drin sein. Bitte 10.000. 2,5. Okay, 2,5. Gewonnen! Gewonnen! Ich sag doch, der Weihnachtsmann hat Glück. Weihnachtsmann erstmal $800 und nochmal 2.500 bekommen. So muss das. Jo. So, auf mit dem Ding und los geht's Richtung Stadt. Ich hoffe, ich passe hier durch. Ja, doch, hier passe ich durch. Ja, da muss ich in der Stadt das Fahrzeug tunen, damit ich ein bisschen schneller bin. Weil im schlimmsten Fall hilft Nitro. Ich meine, wir wären nicht der Weihnachtsmann, wenn wir keine Nitro-Flasche dabei hatten. Gut, damit sind wir schon ein bisschen schneller, aber jetzt fahren wir mal Richtung Stadt einwärts. Wir schauen, ob wir da die ersten Leute finden, die sich was von Santa Claus wünschen. Ich hoffe es zumindest, weil wenn sich keiner was wünscht, dann kann ich auch natürlich niemandem was schenken. Was ist das Problem? Uiuiui, der Erste... Oh, wartet, 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 das wären die Ersten. Das sind die Ersten, anhalten! Anhalten! Anhalten, es gibt Geschenke! Oh, meldet er nicht an! Der will nicht anhalten, Leute, der will nicht anhalten. Gut, dann kein Geschenk für dich. Kein Geschenk für dich. Ja, ich muss die Leute anhupen, ich muss irgendwie auf mich aufmerksam machen. Der Erste hat auf jeden Fall den Santa Claus Vibe-Check natürlich nicht bestanden. Ja, ich glaube, hier vorne ist einer, ich sehe es gerade auf meinem Radar für Weihnachtsmänner. Okay, ich muss meine Weihnachtsstimme aufsetzen. Ho, 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 ho. Okay, ich krieg das schon hin. Ho, 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 ho. Na? Hallo? Was ist denn bei ihm passiert? Ja, da waren da die Verkehrshütchen. Was würden Sie sich wünschen vom Weihnachtsmann? Was ich mir wünschen würde? Waren Sie ein artiges Kind? Ja, schon. Würden Sie sagen, der war nicht so artig. Was würden Sie sich wünschen vom Weihnachtsmann? Ich würde mir Schokolade wünschen, tatsächlich. Sie wünschen sich Schokolade? Mhm. Das ist kein Problem. Ho, ho, ho. Der Weihnachtsmann hat auch Schokolade dabei. Super, vielen Dank. Bitteschön, lass es dir schmecken, mein Lieber, und schau, dass du bald wieder gesund wirst. Danke. Und der Weihnachtsmann muss weiter Geschenke verteilen. Ho, 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 ho. Tschüss. Wer glaubt ihr, wer ihr seid, dass er meinen Truck kaputt macht? Okay, also der Erste war relativ easy. Der wollte nur Schokolade. Also ich hätte mehr als nur Schokolade angeboten. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier wieder wegkomme. Ach super, jetzt ist mein... Oh, Alter, das ist ja unglaublich. Also jetzt haben die gerade meinen Anhänger voller Geschenke kaputt gemacht. Da ist alles drin. Autos, Geld... Alles und das, ja, du hub mich an, hast ja recht. Ja, habe ich mir auch wieder toll ausgesucht. Jetzt kann ich hier mittendrin, kann ich jetzt wenden, Alter. Ja, fahr mir rein. Kriegst dieses Jahr und nächstes Jahr auch keine Geschenke von mir. So. Gut, jetzt haben wir's. Jo, erstmal Weihnachtsbeleuchtung mitgenommen. Ich bin einfach zu groß dafür.
Nein, das geht sich nicht aus. Das heißt, wir parken mit unserem Weihnachtstruck hier vorne. Alter, aber guckt mal, was hier drin los ist, bitte. Ich muss leider... Ich park einfach hier, passt schon. Das wird schon passen. Ich bin ja schließlich der Weihnachtsmann. Ich darf parken, wo ich möchte. Ho, ho, ho. Junge, ist der Ding. Du, mein Lieber, bekommst nichts zu Weihnachten. Das ist aber schade jetzt für dich. Ho, ho, ho. Hallo. Dag. Was wünschen Sie sich zu Weihnachten? Ja, was Sie sich zu Weihnachten wünschen. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass mein Körper wieder richtig funktioniert und ich nicht jede verschiedene Emotion bin. Dass Ihr Körper wieder funktioniert. Ja, dass ich nicht jedes Mal im Ocean bin. Aber das kann ich Ihnen... Das kann ich Ihnen leider nicht... leider machen. Da müssen Sie selbst auf sich aufpassen. Aber warten Sie, ich gucke... Ich gucke, ob Sie artig waren. Niklas Schmidt. Sind Sie das? Das ist richtig, ja. Aha. Gut. Was ist mit Ihrem Hamster passiert? Den haben sie als Kind mal runtergespült, sehe ich gerade. Ja, es ist eine lange Geschichte. Nicht die feine Art. Aber ja, ist ja schon lange her. Aber wenn Sie weiterlesen, steht da auch drin, dass ich eine Katze gerettet habe. Ja, eine Katze gerettet. Da muss ich weiterblättern, warten Sie mal. Vom Baum. Ja. Ja. Ja, gute Taten. Aber der Hamster, der bleibt ihm ein bisschen... Aber ich weiß nicht, da haben Sie auch, glaube ich, keine Geschenke bekommen mit dem Hamster damals. Aber das ist ja verjährt, ne? Da war ich noch klein. Ja, ja, ja. Da muss ich mal gucken, ob das Geschenk überfunktioniert. Nehmen Sie es mir an. Geht's ihm besser? Ich spüre keine Schmerzen mehr. Haben Sie das gemacht? Es war ein Geschenk. Sie mussten nur dran glauben. Ho, ho, ich lasse mich trotzdem nochmal untersuchen, aber ich danke Ihnen. Ho, ho, ho. Sind Sie Arzt? Ja. Dann sind Sie ein guter, ne? Ja. Lassen wir mal gucken, im Becher des Vertrauens. Heißen Sie Huber? Woher wissen Sie das, ne? Ja, weil ich der Weihnachtsmann bin. Der Wahnsinn. Ja, Markus, der kleine, kleine Markus. Hat's tatsächlich geschafft, als Supervisor hier zu arbeiten, ne? Ja, ja, ja. Nachdem der insgesamt seit 1,5 Jahren hier in der Medizin tätig ist. Herr Huber, was wünschen Sie sich? Was sind Ihre Wünsche? Viele neue motivierte Mitarbeiter im nächsten Jahr. Es wünscht sich keiner Geld, Frauen oder sonstiges. Bin ich gar nicht gewohnt. Naja, ich sag's mal so, Geld ist ja nicht immer alles im Leben. Dann schreibe ich das so rein. Dann wünsche ich alles Gute und stürz uns bitte nicht vom Himmel, gell? Alter, meine Stimme ist komplett broke durch den Weihnachtsmann. Ach, meine Stimme. Ach. Also bis jetzt, muss ich sagen, bin ich erstaunt. Es hat sich weder jemand... Okay, jetzt die Ambulanz hier, und die kann ich ihm leider nicht beschaffen. Es hat sich keiner bis jetzt weder Geld noch ein Auto gewünscht. Ich habe mir gedacht, ich gehe doch zu Leuten hin und die sagen mir, sie hätten gerne $500.000, dass sie sich ein Auto leisten können oder sowas. Oder ich stelle ihnen einen nagelneuen P1 hin. Ich würde es machen, Leute. Wenn der Wunsch hat, ich hätte gerne 500.000, ich gebe ihm die 500.000. Wenn wer einen Wunsch hat, ich soll ihm einen nagelneuen P1 vor die Tür stellen. Ich mache es. Und die Leute verlangen nichts. Die sind einfach grundlos glücklich hier. Ja, guten Abend. Ho, 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 ho. Hallo. Wen haben wir denn hier? Dann gucken wir gleich mal. Ah, Bailey Meyer, ja. Yeah. Noch Postangestellte kann sich trotzdem so ein Auto leisten. Ja. Waren Sie schön artig? Ich bin immer artig. Glauben Sie an den Weihnachtsmann? Immer. Immer doch. Was wäre denn Ihr größter Wunsch? Mein größter Wunsch? Ja. Was wünschen Sie sich zu Weihnachten? Was ich mir zu Weihnachten wünsche? Eigentlich Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ja, das ist aber von Ihnen abhängig, von der Familie. Ich muss schon was aus der Spielzeugmaschine rausdrücken. Ein Riesenplüsch-Einhorn. Ein Plüsch-Einhorn. Ei, ei, ei.
Ihr macht's mir kompliziert. Beim Plüscheinhorn. Das muss ich dir aber wenn dann unter dem Baum liegen. Welche Farbe soll das Plüscheinhorn haben? Blau. Blau. Er liegt am 24. unter deinem Baum. Ah, da freue ich mich drauf. Gut. Hoho! Ho. Dann sehen wir uns zu Weihnachten. Leg mir Keks und Milch hin. Oh, da vorne sind Leute. Ja. Okay, ich befrage die. Gucken wir mal. Weil ich schon ganz schön biestig aus, ne? Hohohoho. Wen haben wir denn hier? Ach, der Weihnachtsmann. Schon ja, der so Weihnachtsmann war. Ist da. Die Frage ist ja, seid denn ihr? Ja, da gucken wir gleich mal. Ah ja, Johnny Raven. Sie sind schon längere Zeit Anwalt, ne? Ja, kommt hin. Also sind Sie ein braves Kind gewesen. Ich versuch's immer, Herr Weihnachtsmann. Ah, Herr Raven. Am 1.12. um 19.50 Uhr einen Fahrzeugdiebstahl. Ah, da haben wir ihn doch schon, ne? Erklär mal. Das, das kann ich tatsächlich erklären. Ja, waren Sie artig? Schauen wir mal, der hier ist so artig gewesen. Ich keine Verhandlungen. Kennt dich doch. Daher Erickson Cooper, ja, ja. Ein nicht Hallo? Unbeschriebenes Blatt, ne? Wow, Weihnachtsmann. Da wird's ein bisschen schwer hier. Sind Sie auch ein unbeschriebenes Blatt, der Herr? Ich? Ja, natürlich. Ich bin der Weihnachtsmann. Wo sind eigentlich ihre Rentiere? Ich muss jetzt einen Wunsch erfüllen. Ich bin gleich wieder hier. Okay, der Erste mischt ein Auto. Der Erste mischt ein Auto. GIF, K, okay. 385, P1 und Plate. Wie sieht das aus? Okay, passt. Also wir haben jetzt ein P1. Ich muss jetzt noch schnell einen Kaufvertrag holen. Aber der Erste ist schon da. Er will einen P1. Und ich schwöre euch, er ist der Erste, der danach fragt. Also kriegt er auch ein P1. Das Ding ist sau viel wert, aber hey, das ist einmal im Jahr. Da können wir schon mal an Leuten Sachen verschenken, denke ich mir so. Auch wenn es ein P1 ist. Harte Arbeit. Du musst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, dass du es auch bekommst natürlich. Das heißt, wir werden ihn jetzt nur noch schnell umlackieren in weihnachtlicher Optik. Das Coole ist, wir können uns ja überall hin tippen, wo wir wollen. Ne? Das ist halt das Coole. Wir brauchen eine Lackierung. Machen wir rot, jawohl. Und dann passt das schon. Aber der Weihnachtsmann. Hohoho, ho, ho. Artige Kinder sollen beschenkt werden. Aber Weihnachtsmann, das ist nicht nötig. Ich bitte Sie, wir machen jetzt ganz schnell auf Flix, Flax ist das ihr's. Sie müssen natürlich beschenkt auch werden, die guten Kinder, hä? Krass, ist wahrscheinlich das richtige Wort. Haben Sie sich nicht gedacht, dass ich der echte Weihnachtsmann bin? Ich kann Ihnen jeden Wunsch erfüllen. Ja, also auf jeden Fall echter als der Betrunkene vom Weihnachtsmarkt gestern. Bei Betrüger Weihnachtsmänner kann ich gar nicht aus. Weihnachtsmänner, die geben sich als mich aus. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen wunderschönen Auto, aber sagen Sie es niemandem. Der Bobby, schauen wir mal, ob Sie schön artig waren, aber ich glaube, Sie haben noch nichts zustande kommen lassen, ne? Nein, bis jetzt war ich immer artig. Was ist denn der Wunsch von Bobby? Was wünscht er sich denn? Ach, Bobby hat gar nicht viele Wünsche. Bobby möchte einfach nur gesund bleiben. Bobby möchte gesund bleiben, ja. Das Problem ist, das entscheidet nicht ich. Ich kann dir was Schönes als Gegenstand schenken, aber ob du gesund bleibst, ich kann nur für dich beten, mein lieber Bobby. Aber sonst wird es keine kranken Menschen mehr auf dieser Welt geben, weil der Weihnachtsmann will, dass es jedem gut geht. Ho, 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 ho. Okay. Also eigentlich, sage ich mal, bin ich wunschlos glücklich. Wunschlos glückliches Kind, das ist schön. Aber unser Kollege hier nebenan, ich glaube, der kann meinen Wunsch mithaben. Ich muss doch überlegen, was ich mir wünsche. Der Manuel Parson. Wer ist das denn? Den gucken wir mal nach. Der Manuel. Da ist ja alles okay bei dir. Auch mal ein sehr braves Kind. Was ist denn dein Wunsch, mein lieber Manuel? Also, ich wollte ehrlich gesagt schon immer einen McLaren P1 haben. Einen P1? Aber das hat sich das andere Kind gerade doch auch gewünscht. Oder ein Ferrari. Der wird auch so gehen. Einen Ferrari. Aber was wünschen Sie denn wirklich? Ein P1, oder? Einen schönen knusprigen P1. Aber nicht, dass du das jetzt willst, weil es das andere Kind auch gesagt hat. Nein. Ja, ist das das neue Spielzeug? Das wollen jetzt alle haben, ne? Ich bin gleich wieder da. Ich schau, was ich machen kann. Also, ich verstehe nicht, was ihr Kinder an sowas schön findet. Damals war so ein schönes Schaukelpferd. Jetzt wollen sie alle ein P1.
Ja, mein Lieber. Du hast dich schön gut benommen. Also gute Kinder kriegen auch schöne Geschenke. Freust du dich denn gar nicht, mein Lieber? Ach, ich freue mich sehr. Vielen Dank, Herr Weihnachtsmann. Das ist doch schön, dass sich wenigstens einer freut. Jetzt haben wir eine Massenabsammlung. Uiuiui. Was geht jetzt hier ab? Wir bekommen Geschenke. Nicht, dass sich das hier rumspricht. Wie ist mit der Weihnachtsmann? Ich erfülle euch jeden Wunsch, wenn ihr brav wart. Der echte Weihnachtsmann. Immer. Der echte war. Wir sind immer brav, wir sind immer nett und brav. Er hat jetzt nicht mal Danke gesagt. Oh, wir sind nicht böse. Wir sind nicht böse, wir sind immer lieb. Der Böse ist gerade gekommen. Ja, guck mal, wen haben wir denn hier? Wer ist denn hier lieb? Ja, Mitchell McWurm. Mal guck mal gleich mal. Das war ein ganz lieber. Das ist ein ganz lieber, da stimme ich zu. Wir sitzen von BTM und Mev, den 10.12. Das ist doch gerade erst her. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüssi. Ja, das war ein Mess, also. Ja, trotzdem. Wen haben wir denn hier mit dem Cowboy-Hut? Das sieht doch hart gefährlich aus. Adrian Shelby. Ich bin ein netter Junge. Ich glaube, bei mir ist Bombay. Ey, Führerschein am Name und einen Waffenschein ausgestellt. Ja, der war artig. Der Adrian war ein artiger Junge. Das wünsche ich dir, Adrian. Also, mein Traumwagen ist ein Königshack Agera R. Das ist ein bisschen teuer, ne? Warum gibt's hier mal keinen, der ein bisschen artig ist und mal etwas nicht so teures? Der Weihnachtsmann hat doch auch ein Budget. Also in Maybach wäre ich auch, also da. Spaß. Ich war nicht so artig anscheinend. Was würde denn zu seinem Cowboy-Hut passen? So Motorrad eigentlich. Schön, ja, ja. Wie schön. Hast du die schon mal, Junge? Die hatte ich schon mal, hab ich wieder verkauft gehabt. Aber weißt nimm du, die noch ein Geschenk, Gaul, schaut mal nicht ins Maul. Ich auch weiter, ich hab deine nicht finden können, mein Junge. Dann nehmen wir die. Dann bedanke ich aber, ne? So. Ja klar, ich bin ja nicht immer schön. Ich wollte irgendwas kaufen, was zu dir passt. So ein Supersportwagen passt doch nicht zu dir. Du bist ein Cowboy, du brauchst sowas. Ein schönes Geschenk vom Weihnachtsmann. Ich muss dann leider weiterziehen, sonst spricht sich das hier zu viel rum. Weihnachtsmann, ich hab einen Wunsch. Der Weihnachtsmann kommt nur zu den Kindern hin, die einen Wunsch wollen. Du willst einen Wunsch. Was ist denn dein Wunsch, mein Kleiner? Wo ist er langsam weg? Was hätten sie Angebot? Was willst du? Ein Auto. Ein Auto. Wie haben sie denn hinten im Anhänger drin? Ich hab gar kein Auto mehr am Anhänger. Ich komme nur zu Kindern, die artig sind. Du warst unartig. Okay. Guck dir deine Hose an. Alter, habe ich gerade wirklich die ganze Zeit meine Zunge rausgesteckt. Ich könnte kotzen, Alter. Ich könnte so kotzen, ey. Ich bin rausgetappt, jetzt habe ich meine Zunge die ganze Zeit rausgesteckt. Perfekt. Ich mach einmal mal mit dem Video und es geht wieder alles schief, was schief gehen kann, Bruder. Oh mein Gott, Santa! Ja, was wünscht ihr euch? $1 Million? Ich suche ein Nine Bahik. Ey, das richtig ausgesprochen. Ja, hallo. Sind Sie das? Das bin ich, hallo. Ich hab zuerst gedacht, sie wäre ein Mädchen. Negativ. Och nee. Was ist denn Ihr Wunsch? Was wünschen Sie sich zu Weihnachten? Zu Weihnachten? Gute Frage. P1? Ja, ein P1 Mensch. Das wäre was Schönes. Sowas wünschen sie sich. Richtig. Ah. Mittelschwerer Raub, Juwelier ausgeraubt. Am 10.12. zur weihnachtlichen Zeit. Und Mord ersten Grades. Ich glaube, mit dem P1 wird das nix. Na, schauen wir mal zu den anderen. Kinderchen, guck mal hier. Wen haben wir denn da? Hey, die Kater. Guck mal, warst du schön artig. Artiger als er, auf jeden Fall. Mittelschwerer Raub, Besitz illegaler Waffen. Am 25 safe. Ja, gucken wir mal weiter. Dann gucken wir gleich mal nach, ob er artig ist oder nicht. Anders. Anders Stiel, müssen wir mal gucken hier. Anders Stiel. Anders Stiel. Das ist die Frau Stiel. Die Frau Stiel. Anders Stiel. Ja, tatsächlich hat die Anna nichts in der Strafakte. Eieiei. Was? Ah, doch, hier. Mittelschwerer Raub. Aber ich sag mal, von all das wenigste Problemchen hier. Was willst du dir wünschen, Anna Stiel? Bubblegum, du musst dir was wünschen. Schatz. Ich muss mir was wünschen. Ihr befordert mich nicht. Ich hab ein P1. Was wünschst du dir denn? Was wünschst du dir für Weihnachtsmann? Einen M8. Der Wunsch sei mir Befehl, ich bin gleich wieder da. Tja, also relativ artig. Ich habe nur einen Eintrag gesehen. Artige Kinder werden belohnt. Ich sag aber relativ artig. Ja, komm mal her hier zum Papachen. Dankeschön.
Ja, aber jetzt mal fertig, das Ganze. Es ist dein ruhiges Weihnachtsgeschenk für schönes Weihnachten. Ja, bitte, bitte, kein Problem. Oh, nimm mal einen Anhänger zurück. Ich bin artig. Ich sag mal relativ, im Gegensatz zu den anderen zwei da hinten. Haha. Ich gönn's dir. Ich hab's schön weihnachtlich aus der Weihnachtsfabrik so bekommen, ne? Dankeschön, Sander. Sag mal. Bitteschön. Ist da etwa jemand neidisch? Ich hoffe, du hast sie bekommen, ja. Hast du Schlüssel bekommen? Ja, hab ich. Perfekt. Danke. Bitteschön. Und das nächste Jahr schön artig bleiben, ihr zwei, ne? Da kriegt ihr auch was Schönes von Santa Clausi. Wir haben sogar schon einen neuen Truck geholt. Wir legen jetzt mal tunen und schauen mal, ob der überhaupt tunbar ist oder nicht. Da können wir so eine Weihnachtssuppe, glaube ich, drauf machen. Ich hoffe, aber da passt da rein, ne? Der passt jetzt rein, der Truck, hoffentlich. Ja, guck. Hier passt er tatsächlich mal rein. So, Verbesserung. Ja, hier kann ich auch endlich mal Tuning machen. So, Anbauteile will ich jetzt nicht machen, aber die Hupe wäre ganz geil. Ah, hier. Bei dem wie geht's komischerweise. Beim anderen Auto ging's leider nicht, beim P1. Ja, jetzt habe ich eine weihnachtliche Hupe. Jetzt brauche ich mal einen Anhänger wieder. Weil leider mein Anhänger vorhin Fujiko gegangen ist und dann geht's weiter. Und fahren wir mal zum FD und schenken denen mal was. Oh, ist das schön. Ey, so muss das sein. Das ist mal weihnachtlich. Oh, das Ding sieht jetzt aber ganz anders, gell? Auch den vorhin, den ich weggeschickt habe, der war ja vom FD. Hohoho. Jetzt kommt der Weihnachtsmama zu euch. Also vorher gefragt, ne? Ist das jetzt die bessere Hose, nicht mal die gelbe? Ja, jetzt warst du brav. Jetzt komme ich nämlich zu euch, ne? Jetzt kommt nicht ihr zu mir. Da stehen drei. Ah, oh, da schauen wir an. Nee, da komme ich aber weiter, die Stimme auf. Frag hier. Ah, es sind ja Jeremy Johns, natürlich. Den habe ich noch nicht gesehen heute, ne? Oh, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Dann sagt mal, wer war denn schön artig? Ich war artig, ich habe drei Candidates ausgebildet. Ja, was wünscht ihr euch denn so? Also ich hätte ja gerne ein Paramedic in Charge Auto. Ein Paramedic in Charger Dienstauto. Das müssen Sie mit Ihrem Dienst nicht absprechen, da kann ich Ihnen helfen, ne? Schade. Was wünscht ihr euch denn sonst Schönes? Was wünscht ihr euch denn so? Ach, keine Ahnung. Was haben Sie denn dabei alles vor dem Fahrzeug? Ja, Sie können sich wünschen, was Sie sich wollen. Das muss aber zu Ihnen passen. Wenn Sie unartig sind, kriegen Sie zum Beispiel nichts. Ja, ich habe ja die Hose umgezogen. Das ist schon mal sehr gut, dass ich die Hose umgezogen habe. Sehr gut. Oh, keine Ahnung. Was wünschen Sie sich denn hier, Herr Benning? Ja, was wünsche ich mir also dieses Jahr? Ich würde gerne die Ausbildung noch fertig kriegen, aber da bin wir ja gerade dabei. Sie wünschen sich, dass die Ausbildung fertig wird. Wird markiert. Was wünschen Sie sich, Herr Johnson? Oh, also ich wünsche mir, dass ich Lieutenant werde. Dass Sie Lieutenant werden, das wünschen Sie sich. Ja. Ob der Traum in Erfüllung geht, müssen wir gucken. Und was können wir für Sie machen, Herr McKinley? Was ist denn für Sie Ihr Weihnachtswunsch? Also ein 67er Chevy Impala würde ich sehr geil finden. Ansonsten bin ich momentan... Na gut, mit ein bisschen mehr, also wenn meine Gedächtnislücken nicht mehr wären. Das wäre ja auch ganz gut. Was ist denn Ihr Passe, Ihr schönstes Ding, was Sie sich wünschen können? Boah, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die ganzen Autos heißen, das würde ich ein Auto nehmen, aber ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Vielleicht wenn das Maximum, was wäre denn das, was alles, oder? Ja, nicht gierig werden, ne? Nicht gierig. JJ, wie teuer ist ein Bugatti? Du bist ja so ein Kind, was auf dem Weihnachtsmannschoß saß und 50 verschiedene Dinge wollte, ne? Nee. War das teuerste Spielzeug von allen, ne? Nee. Also, so schätze ich, ich kann nicht reden. Ach, das Gefühl, er kriegt gar nichts von mir. Ich habe so das Gefühl, er kriegt heute gar nichts von mir. Der Typ ist ja voll. Er ist, weißt du, voll süß, dass du zu mir hingelaufen. Er wollte einfach unbedingt hier Dings haben hier von mir. Ja. Er wollte unbedingt was geschenkt bekommen. Ein P1 oder sowas. Was hat's gesagt? Ein Impala. Nee, also Impala haben wir nur den hier. Das wäre halt, ja. Ich tue ihn sonst einen schönen Impala herrichten, glaube ich. Einen weihnachtlichen. Aber den tue ich hier gerne voll hin. Dankeschön.
Oh, das ist ein eisigen Impala, den ich gefunden habe, der schön ist. Was ist nochmal gesagt? Das ist jetzt 59, oder? Ja, nehme ich auch. Was für einen Impala wolltest du haben? 67er, den haben wir leider nicht. Das ist ja, das ist das Problem, das ist das Einzige, was hingekommen ist. Bist du damit auch zufrieden, so ein kleines Weihnachtswunder? Natürlich. Ja, gut, da kommst du mal hin, dann ist das deiner jetzt. Ja. Das ist ja sehr nett von dir, oder von Ihnen. Ja, ist komplett getuned vom Weihnachtsmann persönlich, Weihnachtsmann. Ja, auch noch. Oh, natürlich, da gehen wir oben drauf. Und mit einem geschenkten Gaul schaut man ins Maul, ne? Eben. So hat sich der Herr schon hinten entschieden jetzt. Was wünscht er sich denn jetzt? Vielleicht mal neue Haarfarbe, dass man das schreckliche Blau rausgeht. Nein, das Blau ist super. Was wünscht ihr denn dann? Ich bedanke mir. Bitteschön. Ich glaube, ganz tief im Herzen wünscht er sich eine Backpfeife. Hab ich auch das Gefühl. Das können wir gerne machen. Ja, Weihnachtsmann kann da noch gerne Backpfeifen. Die lange Variante von einem Maybach. Eine lange Variante von einem Maybach. Hat er sich das verdient? Was sagt ihr? Ja oder nein? Ich bin ruhig, ich halte mich da raus. Ich schaue überhaupt der Brav. Alter, mal gucken. Manchmal ist er zwar ein bisschen neben sich, aber passt schon. Das habe ich heute gemerkt. Aber er hat den richtigen Job. Das ist schon, hilft Menschen. Ja, ich komme jetzt gleich um die Ecke. Ob's der wird, kann ich nicht versprechen. Wir schauen gleich. Ne? Das, was um die Ecke kommt, gehört an dir. Ja. Ja, da komm mal her, mein Guter. Er war ja brav. Er hat einen braven Job. Er hat sich auch nichts anmerken lassen. Und ein bisschen sehr aufdringlich ist er, Kleine, ne? Ja, kleiner Racker. Ja, ich muss ein bisschen lernen von dem da hinten. Ja, man darf sich niemals so viel verlangen. Er kommt ja wieder mit dem Bugatti, sehe ich aus wie der Weihnachtsmann. Ein großes Geschenk für Weihnachten. Das ist auch schön. Dankeschön. Und dann wünsche ich euch allen noch frohe Weihnachten, ne? Ja, dir auch gleichfalls. Ciao. So eine Person werden wir uns noch beschenken und ich habe das Gefühl, wir sollten eine Person mit irgendwas richtig Kranken beschenken. Die Frage ist mit was? Der Fall ist mal mit dem Ding weg. Die Frage ist mit was könnten wir noch eine Person beschenken? Irgendwas, was richtig, richtig hart teuer ist vielleicht. Irgendetwas Krankes. Ich muss mal gucken, was hätten wir in der Auswahl? Was könnten wir den Leuten schenken? Leute, ich habe das perfekte Weihnachtsgeschenk gefunden. Das ist das allerletzte Weihnachtsgeschenk, was es geben wird. Ihr werdet euch jetzt denken, ist es nur ein Twingo. Aber jetzt aufgepasst, diesen Twingo gibt es auf dem Server nicht zu kaufen. Das ist jetzt ein Einzelstück. Das heißt, egal wer dieses Auto jetzt bekommt, es ist absolutes Einzelstück. Der könnte für Millionen weggehen, wenn der jetzt verkauft wird. Das heißt, wir schenken diesen Twingo an irgendjemanden komplett random. Ich werde noch schnell Tune fahren. Ich werde mich da einfach hintippen, Bruder. Und das wird jetzt die Weihnachts-Edition mit vollem Tuning. Einfach Twingo, Leute. Den kannst du dann dir einfach komplett holen und er wird richtig in Wert steigen, weil den gibt es nicht, Leute. Den könnt ihr euch auf RLO nicht kaufen. Ich fahre jetzt ein bisschen rum. Vielleicht fahre ich Hauptplatz vorbei und ich schaue, wer artig war, wer keinen Eintrag hat, der bekommt dieses Auto. Wir schauen einfach mal, wir gucken. Ho, 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 ho. Sonst keiner hat richtig viel verarscht. Ja, vielleicht, ich weiß nicht. Also hier ist er weg jetzt. Ich suche gerade einen. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt jahrelang suche nach Leuten. Ich möchte einfach, dass mal wer über den Weg fährt. Das muss einmal wer über den Weg fahren. Irgendwer, der komplett alone ist, wäre doch schön. Irgendwer, der hier komplett alleine. Guck mal hier zum Beispiel. Oder hier, der hier. Oder auch nicht, der ist nicht mehr da. Vielleicht hier im Wald. Im Wald einfach. Guck mal, hier ist einer im Wald. Vielleicht ist das die richtige Entscheidung. Einfach jemand, der im Wald ist, das übergeben, wisst ihr? Da hinten ist er. Der wird sich denken, er kriegt es vom Weihnachtsmann. Einfach so, fährt ein Weihnachtsmann im Wald rum. Und schenkt ihm ein Fahrzeug. Das ist die Frage, ob er da... Ach, da ist er tatsächlich. Ho, 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 ho. Oh, wen haben wir denn hier? Oh, vom Weihnachtsmann. Die Dobre. Aha, wir schauen mal ins Buch rein. Der Karol Budzinski. Guten Tag. Karol, hast du wohl artig? Na, die einen sagen so, die anderen so, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, gucken wir mal, was die einen oder anderen sagen. Artig. Was machst du denn ganz alleine hier? Nun ja, ich war hier zelten im Wald.
Und dann war mein Auto auf einmal weg und jetzt warte ich auf Taxi. Also will ich dir sagen können, du bekommst von mir als Weihnachtsgeschenk heute diesen Twingo, den es nur einmal gibt. Na, da wäre ich glücklichste Mann von Welt. Den Twingo gibt's nicht zum Verkauf, den hab ich importiert für irgendeinen ganz braven Jungen. Oder für ein braves Mädchen. Das habe ich gesehen, du sitzt hier ganz allein im Wald, du könntest ein Auto gut gebrauchen, ne? Wie viele Rentiere hat dieser Twingo? Wie viel was? Ja, noch Rentiere. Wie viele Rentiere hat dieser Twingo? Das weiß ich nicht. Ja, ist voll getuned, das Ding ist alles gemacht, was geht. Ach, sehr gut. Ja, komm mal her, dann ist das deiner. Ja, darf ich Ihnen was zum Dank geben, Herr Weihnachtsmann? Oh, der Weihnachtsmann verschenkt doch nur. Aber ich habe gedacht, vielleicht freut er sich auch, etwas zurückzubekommen. Wenn Sie Kekse dabei haben und Milch gern. Kekse und warten Sie, das ist Milch, bitteschön. Dann verfällt der Schlitten noch schneller. Hohoho. Können Sie den Taxifahrer, wissen Sie was, dann geben Sie den Taxifahrer ein bisschen Geld. Wenn der Taxifahrer ankommt. Den rufe ich eben an, der hatte wohl recht viel zu tun. Oh, das ist aber lieb, Dankeschön. Ja, geben Sie das dem Taxifahrer, wenn er vorbeikommt, gucken als Entschädigung. Dann habe ich auch noch etwas für Sie als Dankeschön für Ihre Geste. Gucken Sie, nehmen Sie das bitte, ja, damit können Sie lackieren. Ich brauche nicht lackieren, wieder Weihnachtsmann. Ich schaue was in die Maschine und dann klappt das Ding. Ja, da haben Sie recht. Perfekt, Herr Weihnachtsmann, vielen Dank. Ich bin weg. Tschüssikowski, viel Spaß mit dem Twingo. Kann ich Sie mitnehmen, wohin? Ich wohne hier. Ah, das ist gut. Ich find's cool, also den Twingo hätte ich jetzt auch gerne in der Sammlung. Aber da musst du halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, ne? In dem Fall mitten im Wald und warten auf ein Taxi. Der hat's, also wenn's wer gebraucht hat, ein Auto, dann auf jeden Fall er. So, liebe Leute, ich hoffe, euch hat dieser weihnachtliche Stream gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo, da würde mich sehr hart freuen. Wie gesagt, schaut auch gerne in meinen Shop vorbei. Würde mich auch sehr freuen. Ich verabschiede mich hiermit. Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal und haut rein.